Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Verforestos Staffel Pestos. 2. Staffel Staffel 2 2, auf ja. Kite Hardcore. hat es Ich überleben darf müssen. einfach sagen, wir sagen einfach Hardcore dazu. Hardcore, ja. Ja, erste Nacht, hat gut funktioniert, gleich zweimal gestorben, war geil. Ja, hat Spaß gemacht. Und Hase, Hase. Hase. hä, warum ist eigentlich dieses Symbol, Lol, dass da unser hab ihn Haus. Hasen erwischt. Warum haben wir denn ein Nein, es ist Haussymbol? typisch. Ja, das ist doch unser Hüttchen, wo wir Nacht hatten. Ja, aber das war doch das Laubding, das war doch sofort weg. Wenn du einmal, Keine das Ahnung, geht doch ich kaputt, wenn du glaube. einmal übernachtest. Nee, ich glaube, du hast dann größeres. Nee, ich habe nur einmal dieses, ich habe zweimal dieses Laubding gemacht. Nee, ich glaube, das ist was anderes gewesen. Nein, da braucht das nächstgrößere, brauchst du ja einen Block dazu und wir haben keine Bäume gefällt. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Genau, also in der letzten Folge haben wir gesagt, wir gehen wieder zurück ans Meer, weil hier am Fluss Das ist ist echt das scheiße zum irgendwie Bauen. scheiße mit diesen blöden Felsen, wie ihr seht. Und jetzt hoffe ich mal, dass es nicht gleich dunkel wird, weil wir haben jetzt relativ viel Zeit verschissen. Einfach so ein bisschen mit rum. Also wir standen nur da und haben kurz was bisschen geredet und besprochen. Und jetzt ein bisschen Zeit in die Welt gegangen und es kann durchaus sein, dass es gleich wieder dunkel wird. Ja, ich glaube, so schnell geht's auch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Weil die Sonne, die ist direkt über uns. Die Nacht bleibt aber auch dementsprechend lang, ne? Das ist halt das. Das kann doch nicht sein, warum da so ein scheiß Haus ist. Verstehe ich nicht. Stimmt, ja. Oh nein. Das geht doch normalerweise kaputt nach einmal übernachten, oder? Eigentlich schon, ja. Speicher Wir mal. könnten es auch mal kaputt machen. Nee, lass doch stehen, ist wahrscheinlich. Oh Gott. Nein, kleiner Pisser. Hey, der hat einen Stock in der Hand. Hey. Hey, gibst du einen Stock, ja? Was soll denn das? Ha, die halten ja gar nichts aus. Stirb. Oh. Feuer. Ich brauche Feuer. Ich mach mal ein kleines Feuerchen, okay? Einfaches Feuer. Okay, magst du gleich schon Burner Ja, machen? sowieso, Alter. Gut. Burn, motherfucker, burn. Hat gut funktioniert. Warte, ich nehme nochmal. Anzünden. Jetzt. Jawohl. Irgendwie sieht es komisch aus, wenn hier ein Bein rausguckt und da hinten ein Bein rausguckt. Ja, bei mir schaut es generell ein bisschen komisch aus, wie er gerade dran liegt. Sind sie dafür krüppelt irgendwie. Ja gut, wir haben da auch mit zwei Schädeln auf ihn eingeschlagen, also. Wäre eh dafür Hast du cool. den Timer gesetzt? Natürlich habe ich den, ja. Wahrscheinlich setzt er jetzt den Timer. Nein, nein, nein. Hätte ich jetzt eine Webcam, würde ich sagen. Warum hast du keine? Gute Frage. Oh, ein Vögelchen. Ich hab jetzt Feuer mit dir. Ich glaube, das sind immer 5 Knochen, oder? Kann sein. Why not? 6, naja. Gut, Richtung Meer. Meer. Richtung Meer. Ich will mehr von dir. Skuldur, ich will mehr von dir. Nein. Ah, hier sieht einiges besser Oh aus. ja, oh ja, der, oh hey. Genau, jetzt. Ne gut, die Klippen sind schon mal, glaube ich, ganz gut, aber es bräuchte mal halt irgendwo Gut, Bäume. dass da jetzt das Dorf ist, ist natürlich ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja, ich weiß nicht, ob sie dann wirklich direkt respawnen oder so. Können wir mal am Strand entlang gehen. Aber genau hier wäre es, glaube ich, blöd, weil in diesen Bäumen, also. Also in Staffel 1 hatten wir da halt schon einen richtig geilen Platz. Ja, muss ich ehrlich sagen. Mehr und dann noch die ganzen Bäume. Oh, da hinten. Da sind wir, die Hütten da. Ich glaube, wir sind sogar dort, oder? Wo wir. Wir sind demnächst da, ja. Also wenn wir ja ganz langweilig sind, können wir dafür da beim alten Platz bauen. Ja, wir haben privat nochmal ein bisschen gespielt gehabt, wo wir nicht aufgenommen haben, also nur unter uns. Und da haben wir mehrere Sachen versucht. Also wir haben mal mitten im Wald Baumhaus. gebaut.
Dann mal Baumhaus, genau, auf den Bäumen haben wir nur gelebt. Wie so Affen und der Regen ist schon wieder so laut, ehrlich gesagt. Es wird immer lauter eigentlich. Ja, der Regen ist immer so laut. Nein, es ist so leise. Ich geh mal da auf so einen Aussichtspunkt da hoch. Kann man das so einen See stellen? Wir können auch hier bauen. Mit den zwei Aussichtsdingern bei uns drinnen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber die ist schon bewusst, dass die Bäume, ja, sehr weit weg sind. Hier oben ist einfach rein gar nichts, das ist wirklich nur Aussicht. Und dazu sagen, wir haben eingestellt, dass jetzt Bäume vorerst nicht nachwachsen. Jo, hier oben, war bei dir oben was? Bei mir war gar nichts. Okay? Bei mir auch nicht, nö. Toll. Aber wir könnten ja, wenn wir ganz harte Jungs sind, hier bauen. Ja, man muss halt dann vier Seiten befestigen. Drei. Aber... Ja, weil hier ist es eigentlich auch ganz in Ordnung. Da unten sind wieder Hütten. Ja, die Container sind die geben wir, das sind die Container. Wir könnten... Aber den Container... Ja, wir sind alle relativ weit. Ja, nee, da mag ich nicht bauen. Weißt du, wie weit das ist? Ich mag schon hier am Rand vom Wald. Weil weißt du noch, wo wir... Wenn wir anfangen, vielleicht könnte man sogar im Wald anfangen, ein bisschen zu bauen, also hier so drin. Weil wenn du hier sowieso ganzen Bäume fest an, irgendwann ist ja nichts mehr. Weißt du noch, wo wir gebaut haben? Direkt neben Wald und irgendwann war alles freie Fläche. Das war ja brutal. Aber wir sollten jetzt echt anfangen zu bauen, unbedingt. Ja. Ja, wir sollten auch schauen, dass... So ein kleiner Teich oder sowas wäre aber ganz gut. Hier bauen wir. Hier sieht's geil aus. Oh ja, hier gefällt mir das. Hier sieht's gut aus. Ja, doch, so eine kleine Bucht, überall Hase. Scheiße. Komm, ich tu mir gleich nur mal für die nächste Nacht schon mal, bevor es wieder so ist wie letzte Nacht. Ne? Baue ich gleich mal eine Blockhütte. Aha, was sagst du dazu? Moment, ich muss hier gerade häuten. Oh, was? Lizard häuten. 13, ja, das schaffen wir. Easy going, Alter. Wir hatten schon Projekte, da haben wir 150 gebraucht. Oh ja. Ah, am Ende von unserer ersten Staffel, das war nicht mehr schön. Oh, ja, eigentlich war das ja Mauer. Gar kein Ende, das war ja gleich am Anfang, wo wir diese Mauer gezogen haben. Baumfeld, geh mal kurz auf der Seite. Obwohl, der Feld, warte mal kurz, passt. Nimmst du? Danke. Ich liebe The Forest, das ist ein richtiges Vorzeige-Early-Access-Spiel. Hammer. Ja, das stimmt. Aber so richtig. Glaube ich auch das. Obwohl, ne, ich habe noch DayZ, muss ich zugeben, aber. Hey, nach 4 oder 5 Jahren sind sie endlich mal auf 1.0 noch umgestiegen. Ja, aber nur weil, keine Ahnung, ja, weil es noch nicht draußen war, aber so updated haben sie nichts Neues, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's nicht verfolgt, aber. Also viel kam da nicht, soweit ich gehört habe. Also man kann jetzt glaube ich auch irgendwas bauen, aber. Alter, der Wind, das ist ja nicht mehr normal. Hört sich geil an. Oh! Hä? Wieso bin ich tot? Hä, was ist passiert? Du bist tot? Ja, aber warum? Hä, was ist passiert? Ja, weil Baum oder so ist da nicht umgefallen. Hast du irgendwie Hunger oder Durst? Bist du irgendwie verdurstet oder so? Nicht einmal. Also ich hab Durst. Schon Hunger und Durst, aber ist es nicht unten? Ich hatte schon mal weniger Hunger. Aber dass dich so ein Ast da schlägt, das kann nicht passieren, oder? Ein Ast? Ich glaub nicht. Ja, guck mal, wie die rumwedeln. Siehst du das? Ja, nee. Ah! Hä, was war das? Ich bin einfach tot. Ich hab ja die Eingeborene jetzt verloren. Genau, vielleicht die campen, oder? Da liegt noch eins.
Ein Baumstämmchen brauchen wir noch. Ja, Lüge, was liegt denn das hin? Gut. Oh, lol. Sogar so klein, dass du nicht durch die Tür reinkommst. Wir haben dann nicht noch kleine machen können. Aber man kann schlafen hier drin. Ja, das ist schon mal gut. Speichern wir mal. Ja, speichern ist immer gut. Alter, das ist echt ein kleines Scheißhütte. Ja. Gut, ich würde mal sagen, so eine Schlitten, das ist generell, glaube ich, eine gute Idee. Schlitten ist immer oder, gut. Oder ja. Was? Ach, wir brauchen eine Schildkröte. Und ein Trockengestell, warte, das bauen wir gleich mal. Hier liegt noch ein Baumstamm, den hole ich uns gleich. Baue ich einfach mal dahin? Oder wo bauen wir das am besten hin? Oder willst du gleich irgendwie ein bisschen planen? So, nee, erstmal nur auf Survival gehen. Erstmal nur. Alles klar. Dann hänge ich mein ganzes Zeug mal da schnell dran. Ja, ich hab da eigentlich nichts, was ich dranhängen könnte. Pass, zwei Luchs. Das ist schon mal gut und Schildkröten brauchen wir, stimmt. Und einen Garten theoretisch, glaube ich, auch. Oder Hasenkäfig. Ja, gut, einen Garten brauchen wir jetzt nicht, weil das ist dann eher sowas, wenn du was Großes schon mal hast, oder? Gut, so ein Stockler. Na gut, warum hast du. Mein Gott, weil es ist dunkel. 21. Und es dauert noch ewig, bis wir schlafen können. Wir sind so am Arsch. Echt? Ah ja, stimmt. Oh. Wie verrecke. Da unten ist vielleicht Licht oder ist es die Sonne? Ja, Licht. Das ist eine gute Idee. Die haben doch Angst vor Licht, oder? Nee, nur bei die Effigies. Ah, Klebeband und Stoff hier in einem Koffer. Aber ich hätte 3 Skelettköpfe. Kannst du das so ein Effigy denn schon? Nee. Ich glaube, das reicht nicht. Geh nicht so weit weg, du weißt, wie das ist. Du weißt, wie schnell das passiert. Ja. Ach komm, blöde Schildkröten. Wo seid ihr? Alter, ich sehe ich wieder gar. Alter, ich sehe gar nichts. Nee, komm lieber zurück. Alter, die Weitsicht, die ist echt auf null. Krass. Das ist nicht mal die Nacht. Ja, wir sind hier ganz schön gefickt. Ich sehe nur noch die farbigen Symbole, ich sehe gar nichts. Ah, da ist eine Tür, glaube ich. Ich komme mal rein, hallo. Hallo. Kann man hier zusperren? Nein, kann man nicht. Nee, das ist so. Und hier ist alles voll offen. Ich hoffe, dass sie hier nicht reingreifen können. Ich kann eigentlich hier reinsteigen. Naja. Einfach mal verstecken. Einfach mal beten. Gut, so, jetzt einfach mal 10 Minuten warten. Ja, du, ja. Darf ich auch sagen. Und wie geht's dir so? Ah, wunderschön, wunderschön. Ah, sollen wir lieber nur gucken, damit wir ein Lagerfeuer hätten? Sollen wir das hier drin machen oder draußen? Dann laufen wir die ganze Zeit rein, wetten. Ja, ich sehe es auch, das ist das Problem. Aber wenn wir halt draußen was machen. Ja, aber wegen der Kälte, weißt du? Nicht, dass es wieder anfängt zu regnen. Na, ich glaube, in der Hütte wird uns nicht zu kalt. Meinst du? Ja, gut, da ist ein ganz großes Fenster. Wie viele Stöcke hast denn du? Okay, ich würde ein kleines mindestens Sand kriegen. Ja, ich habe 10 Stück. Es gibt sogar Geräusche jetzt, wenn du da drin da. Das höre ich sogar. Was, das hörst du? Ja, das höre ich. Jetzt kleine Steine, kleine Ziegelsteine. Du hörst es doch auch, wenn ich das mache, ne? Ja. Oh, Alter. Weißt du, was wir stecken? Sticks. Schon hart. Oh, Alter, das kann wieder ewig dauern. Wir könnten mal derweil überlegen, was wir uns jetzt so bauen. Ja, das ist eine gute Idee. Soll mal, jetzt pass auf. Du kümmerst dich erstmal um. Moin, nicht. Ein kleines Bett, das wäre generell schon mal eine gute Idee, glaube ich. Da brauchen wir 4 Felle. Hier? Ja, die Hasenfelle, das weiß ich noch. Das war. Richtig klar. Scheiße. Sollen wir noch erstmal irgendwo eine Wand ziehen oder wollen wir wieder auf dem Wasser siedeln oder? Da hatte ich diesmal fast sogar sagen, nö.
Weil das war echt hardcore. Das weiß ich noch mit dem Schiff hin und her, das war schon brutal. Und... Ja, also das könnte man vielleicht wieder ganz am Sch- Ja, also das... Ich darf jetzt erstmal sagen, wieder so ein... So einfach so eine Wand ziehen, sowas wie... Ja, so eine kleine Mauer aus. Genau, so eine Mauer und dann in der Mauer fangen wir an, so ein bisschen zu bauen, so ein, zwei Hütten oder so. Genau, so ein Dorf bauen? Stocklager. So. Sollen wir mehrere kleine Hütten bauen oder sollen wir wieder was Großes bauen? Ja, wir könnten eigentlich jetzt dann noch diese Blockhütte da bauen. Ja, wir könnten eigentlich so... Ja, so ein so kleines Lager, so Dorf. Könnte man dann so als Lager verwenden und so, weißt du, so ja, die Blockhütte da rein nur und dann nur so Regale aufstellen für Lebensmittel und so, oder? Ja, genau, Dosen, aber ich weiß mal, wie groß ist denn diese Blockhütte hier, die man... die ist relativ... Ja, obwohl, eine Blockhütte, da könnten... Ich finde gerade den Ausgang nicht, weil ich die Tür nicht finde. Da passen wahrscheinlich, je nachdem, da könnte man so ein Stocklager... Was ist denn das? Ich seh's nicht. Warte, ich baue es mal auf. Es ist okay, es ist jetzt nichts. Oh. Aber dann relativ, also wirklich am Boden halten, darf ich sagen jetzt. Ja. Nicht, dass du dir jetzt in die Welt hochsetzt. Es war nicht beabsichtigt, ich wollte eigentlich drehen. Ich glaube von der Breite her, da könnten dann so, obwohl zwei Stocklager nebeneinander. Hast du schon was gesetzt? Weil ich sehe es gerade nicht. Nicht. Hab nichts gesetzt. Warte, ich setze es hier mal. Jetzt hast du den Eingang auf der anderen Seite. Ja, ich hab sie nicht festgesetzt. Ach so. Nur, dass man sich das vorstellen kann, dass hier dann so ein Lager ist. Warte, schauen wir mal. Jetzt kann man ja bestimmt ein bisschen angucken. Ja, Stocklager. Da eins hin und da, ja, wenn links und rechts und dann der Gang frei. Oh. Achso, passt das Regal da nicht rein, oder was? Warte, ich probier, nee, von der Breite her, ob da zwei nebeneinander reinpassen. Wir dann uns aber dann noch... Ja, weil sonst bauen wir halt wieder selber so ein Ding. Ja, ich glaube, das wäre besser, wenn wir selber so eine Hütte bauen. Weil es muss eine gewisse Breite haben. Sonst macht das kein... Oh scheiße, wir brauchen ein Lagerfeuer, ich bin gleich im... Oh, ich hab Hunger. Wie so ein Ding. Ja, warte. Einfaches Feuer. Ich nehme mal so ein Lizard. Stimmt eigentlich. Habe ich jetzt ein Lizard genommen? Ich bin gerade gar nicht... Hast du, ja. Ich zünde das jetzt mal an. Lizard rein, zack. Jo. Ach, ich hätte noch das kleine Fleisch sogar. Ich tue erstmal das kleine Fleisch rein. Ah, verdorben ist es bei mir schon alles. Ist so scheißegal. Das ist echt so, früher habe ich nur verdorbenes Zeug gegessen. Das hat gar keinen interessiert. Außer die haben das jetzt extrem nachgezogen, damit es doch mehr weh tut. Hm. Ich glaube, ein Lister sollte, glaube ich, reichen. Ich habe ein kleines Fleisch reingehauen. Ich habe ein Lister. So. Ah ja, jetzt ist fertig. Oh, das... Lol. Wir können auch bald schlafen. Yay. Lol, ich bin schon wieder fast tot. Wieso denn? Weil du verdorbenes Fleisch gegessen hast. Ja, das kann durchaus sein, ja. Na warte, ich werf mein Fleisch weg. Verdorben bringt wahrscheinlich gar nichts. Du verlierst ein bisschen Leben. Das ist... Du verlierst ein bisschen Leben und aber dafür... Ist man satt? Wird dein Hunger halt besser. Aber wenn du jetzt volles Leben hast und du verhungerst gleich, und dann isst du so ein verdorbenes Fleisch, ich lasse so wenig, was du verlierst. Das ist so ein Balken, ja, dann so als Notration vielleicht. Ja. Weiß mal drin lassen, ja. Wenn du volles Leben hast halt, aber ich habe halt kein volles Leben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht verdorben ist, weil sonst habe ich voll verkackt. Ich bin ja da, ich kann nicht wirbeln. Gut, war gut. So. Können gleich schlafen. Jetzt muss wieder hell wird wahrscheinlich. Genau, aber ich würde sagen, wir bauen erst die Mauer. Und dann die Hütten, oder? Obwohl. Eigentlich. Nee, aber vielleicht erst die Hütten, dass wir wissen, wie groß die Mauer ist. Eben, genau. Also erstmal so eine Siedlung und dann eine Schutz der Siedlung. Das ist ja so ein bisschen. Ja. Weil wir haben ja dann die Hütten auch noch als Schutz. Naja. Die Hütten sind ja schon der Schutz irgendwo. Gut, die können natürlich kaputt gehen. Warte, ich baue mal so einen Schlitten. Zumindest halt so. Na, ich drücke immer die falsche Taste. Genau.
der Baumschlitten, der ist dann erstmal für ich will aber es eben haben, ne? Also ich mache jetzt mit Fundament, oder? Ja, das ist nicht auch eine gute Idee. Oh, aber nicht, dass wieder überall. Also wenn es nicht automatisch verbindet, dann wird es wieder so rum. Oh, das wird schon wieder ein Experiment, das sehe ich schon. Oh Gott. Na gut, Wie breit muss das denn sein? Ich habe keine Ahnung. Ey, wir könnten schlafen. Ich baue gerade unser Fundament. Es kommt, tut mir leid, ich kann gerade nicht. Gut, ich speichere einfach mal. Und fahrt hier ganz einsam. Das funktioniert schon wieder nicht. Das ist wieder voll zum Kotzen. So. Ja, wollte gerade sagen, weil es glaube ich nicht so einfach im Spiel. So, schlafen. Ey, ich sehe es nicht. Ja. Ich speichere es. Und jetzt tue ich schlafen. Finally. So, sehr schön. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Mausi. Oh Gott, ich bin durchs Feuer gelaufen. Und ich habe schon wieder Hunger. Oh. Ja, aber na ja, gut, habe ich richtig Hunger. Bei mir geht's. Genau, was? Du darfst schon mal anfangen hier da. Wie macht ihr dieses blöde Licht wieder aus von diesem Ding? Dingsel. Ja, gleich fällt's mir ein. Ja, vom Ding halt. L. Leuchtfeuer? L. du meinst Feuerzeug, oder? Feuerzeug, dankeschön. Oh mein Gott, dir ist Feuerzeug nicht eingefallen. Nein, mir ist Feuerzeug nicht eingefallen. Leuchtfeuer, alles mögliche. Scheiße, die waren dann echt Feuerzeug. Heftig. Max, das ist echt krass. Ja, es ist schon spät. Ich übertreibe nicht jetzt aber, oder? Ich übertreibe jetzt nicht, oder? Bei was? Mit der Hütte. Ich sehe es nicht. Sammeln Stöcke 21. Achso, hast noch gar nichts gebaut. Ja, noch nicht, nee. Oh, hier ist auch nichts. Nein, auf diesem Turm ist nichts. Wo da hinten? Ah, da hinten ist die Insel. Habe ich jetzt übertrieben? Nee, oder? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich finde, das ist voll okay. Baumstämme 24, also es hört sich jetzt. Ja, das Fundament. Aber ich meine, von der Größe her ist voll okay, oder? So ein, für so ein Lager, wenn du reingehst, links 1, 2, 3 Regale. Oh Scheiße, 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 oh Scheiße. Gut, aber das Feuerzeug kriege ich trotzdem nicht aus. E drücken. Mit L. L wie Licht. Ah. Wo bist du? Ich brauche Hilfe. Ich bin unterwegs. Sind da schon wieder die Gegner raus? Zwei Stück, ja. Ja. Alter, ich habe nicht mal ein halbes Leben. Wieso eigentlich nicht? Ich habe doch gegessen. Kriegt man durch Essen kein Leben mehr? Die greifen unsere Hütte an. Das ist nicht dein Ernst, oder? Bin's abgelenkt. Oh, was ist das für ein Typ? Da ist noch einer rechts hinter dir. Und noch einer. Ah, sind schon zu tot. Ist der erste tot? Der erste ist tot, ja. Ich nehme ihn gleich mal. Ich weiß nicht, gleich ins Feuer. Siehst du, dass er brennt? Oder wir hacken ihn die Gliedmaßen an und bauen hier Effigies gleich hin. Ach, das können wir beim nächsten machen. Ich weiß nicht, das macht ja. Macht das hier jetzt eigentlich aggressiver? Also vorhin hieß es ja, wenn die brennen, die Effigies, dann fürchten sie sich eher davon. Ja, aber du weißt ja, wenn wir sie anzünden, sind sie weg. Das ist halt wieder das, ne? Was sagst du jetzt zu dem Fundament? Ja, eigentlich gut, oder? Aber du möchtest es dann wahrscheinlich sehr breitflächig machen? Was meinst du mit breitflächig? Also hier als Volkleisten wahrscheinlich, Volkleistern. Ach so, ja, so mit ganz vielen Hütchen und so, ja, das wäre jetzt so. Oder meinst du jetzt hier auf dieses Fundament eine Hütte und dann nochmal ein Fundament machen, da eine Hütte, oder? Ja, genau. Ah, so hast du es geplant. Okay, ich habe gedacht, du möchtest unser ganzes Dorf
Ach so, du meinst ein Riesenfundament? Ja, nee. Ja, genau, das wäre voll Blödsinn. So ein Fundament, das soll halt die Hütte werden. Ach so, ja. Passt. Nehmen wir, oder? Dann bauen wir das gleich so. Jetzt haben wir zuerst den da. Zwei Sticks, nein. Nein, da hinten sind ganz viele Sticks. Nehmen wir. Gebongt. Wunderschön. Dann nehmen wir das Ding gleich mal. Oh, hoffentlich nicht mehr so verbackt für die letzten. Ich tu gleich mal anfangen, Bäume zu fällen. Jo, passt. Dam, 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 dam. Wollen wir auch gleich so ein Stocklager machen? Ich hab das als Stocklager? Ja. So, ja, nee, ja, wir brauchen die jetzt erst. Das können wir dann machen, wenn wir sagen, gerade nichts zu bauen und. Gut, das gibt es im Forest zwar nicht, aber ich weiß, was du meinst. Nee, das machen wir dann am Schluss. Benutzen wir erstmal, oder? Klatschen wir erstmal jetzt alle ein. Ja gut, aber zur Zeit brauchen wir es ja nicht. Und darum hätte ich gedacht, immer wenn wir wieder Bäume fällen, dass wir wieder Sticks haben. Ach, ein Sticklager. Ich habe jetzt gedacht, du meinst einen Lockholder. Nee, nee, Sticklager. Ja gut, das könnte natürlich... Ich baue mal eins, okay? Alles klar. Ja, obwohl, wollen wir vielleicht gleich mal das Haus als Lager machen. Ja, genau. Genau, das habe ich mir auch gerade überlegt. Genau, dann warte das mal, gleiche. Mal kurz. Ich kann das Fleisch nicht nehmen. Ach, also die Hütte soll unsere Stickhütte dann werden, oder was? Möchtest oder du für jedes Material eine eigene? Oder die Baumloks, die würde ich draußen sogar. Die würde ich draußen irgendwo vielleicht einfach nebeneinander hinstellen, weil die sind dann schon ganz schön groß. Aber so ein Haus für, also jedes Mal so ein Haus für nur Getränke, ein Haus nur für Bombensachen, weißt du, so wie Uhren und keine Ahnung, kann man die überhaupt ablegen? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ein Haus dann für die Medikamente, ein Haus, weißt du, sowas. Wäre geil irgendwie. Ja, hört sich gut an. Dann machen wir das so. Weil ich mich erinnern konnte, diese Regale, da konntest du immer nur so, wirklich so 1, 2, 3, 4 Medikamente nebeneinander hinstellen oder 4 Dosen nebeneinander. Weißt du, ja, und dann war es wieder voll, ja. Und ich verhungere gleich. Sehe ich gerade, ich muss unbedingt. Hungern und Durst. Ja, vor allem, weil ich glaube, durchs Bäume fällen kriegt man ja noch schneller Hunger irgendwie. Hallo, Lizard, Netflix. Hallo, wo ist der? Das ist verdorben, das Fleisch, was da hängt, oder? Das Hasenfell? Nee, das ist ja nicht verdorben, das ist getrocknet. Ah ja. Okay, der hat es direkt gegessen. Ja, ich glaube, wenn man es lang genug hängen lässt, dann passt es. So, passt eh. Oh, scheiße, ich verdurste gleich. Ich muss eine Soda-Ding trinken. Boah, das war jetzt echt knapp. Es wurde sogar hat sich rot gefüllt. So. Also drei Soda-Dinge habe ich noch. Wir brauchen unbedingt eine Chill. Ja, unbedingt. Am besten zwei oder drei oder vier. Hä? Wenn das hier funktioniert. Also wie viele Vögel hier müssen... Ist doch gut. Aber ich weiß noch, dass wir viele Federn brauchen. Viele, komm viele Federn. Komm schon! Ja, jetzt schlägst du auf den Boden! Das hasse ich in diesem Spiel eigentlich. Ach, man möchte echt auf den Boden schlagen und was? Ich hasse gar nichts an diesem Spiel. Ich finde das geil. Ja doch, wenn man eigentlich so ein Tier schlagen möchte und einfach nicht nach oben schlägt. Ja, okay, das ist wirklich... Luft rumfuchtelt. Das ist leicht, ne? Und dann ist es weg und dann haut auf den Boden, du kannst nicht mehr hinterher rennen, weil du nicht mehr weißt, wo es ist. Genau. Oh. Na gut, das verdammte Zeug essen, ich weiß nicht. Normal. Baum. Also kann es sein, dass du mich jetzt wieder beleben musst. Na, Glück gehabt. Kriegt man denn ins Leben? Also durch Essen schon mal nicht? Weiß es nicht. Ja, durch Medikamente wahrscheinlich. Medikamente und durch die Pflanzen dann, wo du Medikamente. Aloe Vera und den ganzen Mist, da war doch was.
Ach, ich habe ja Medikamente. Sehr gut, mach ich gleich mal einen Zug. Ja, ich glaube, ich muss das auch mal machen, weil... Oh, okay, man kriegt nicht sofort Leben, ne? Das muss man mit einbrechen. Da muss man wieder warten. Oh mein Gott, der Wecker, er klingelt. Die halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Ah, nicht dein Ernst. Schon. Ja. Aber hey, wir haben unseren Plan schon gefunden, wo wir bauen wollen. Ja, und wir haben schon angefangen zu bauen. Und wir haben einen Riesenvorteil. Das auch noch. Geil, wir sind richtig fertig. Und die Plattform ist ja schon fertig. Haha. Ja, es wird langsam. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, ja. Ich auch. Auf alle Fälle. So, jetzt R. Ich glaube, was eine gute Idee ist, diesen blöden Hammer da zu bauen, dass wir reparieren können. Sollen wir hier bei unserem Lager, brauchen wir jetzt eigentlich nur so eine VIP-Tür ohne Zusperren, oder? Ohne Zusperren, ja. Ach so. Oh, da hinten wartet jemand. Achso, es gibt's... Nee, es gibt's nur mit Zusperren. Ich kann nur sagen... Ach so, innen, ja, ist ja wurscht. Innen oder außen, aber dann... Innen, oder? Innen, ja. Ich bin gar nicht sicher, ob das innen oder außen ist. Ich sehe das nicht. Das müsste... Ich glaube, das müsste... Das ist außen. Nee. Ich sag, das ist... Hä? Also für mich ist es schon außen. Fenster, Tür... Das ich gar es nicht. Es ist jetzt innen bei mir. Gut, dann machen wir das so. Sollen wir da ein Fenster rein? Nee, keine Fenster. Beim Lagerhaus keine Fenster, oder? Weil sonst können wir es nicht mehr an die Wand stellen, die Regale. Ah ja. Und dann Kronleuchte oben hin und dann ist gut. Ja, genau. Und ich gehe mal in das Haus und speichere mal. Ciao. Eine very good idea. Gut, und wir müssen diese Folge eh beenden, nicht, dass das wieder viel zu lang wird. Gut, dann. Mach mal die Tür bitte. Die ist schon lange zu. Bei mir ist sie zu. Bei mir ist sie offen. Sie ist nicht befreundet, die Tür sozusagen. Bei mir. Na egal. Ich kann einfach. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ja, genau. Wir würden einfach mal jetzt die Folge beenden. Zu dir rüber. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hallo, muss das sein. Wieder weit. Oh, Alter, ich hab Leben verloren. Alter, ich bin tot. Die hauen ja durch die blöde Hütte durch. Ach, komm mal. Alter, jetzt, wo ich mir Leben genommen habe, weißt du, will ich sofort wieder leben. Alter, das ist zum Kotzen. Sollen wir die neue Folge... Sollen wir das jetzt noch in der Folge machen? Wollen wir schon auch schnell verteidigen? Ja, komm. Ja. Oh, das ist so viele. Nett. Hinter dir! Oh, der weicht aus. Komm, fick dich. Oh, unser Lagerfeuer ist weg. Naja gut, ja, aber jetzt würde ich sagen, wirklich bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.